It's the first time, please don't take me for a fool. I'm not blind, though I lie. Früher haben wir mit der Nummer 36 laut gefüllt. Und mit der 74 Alexander 6. Das heißt, wir stehen an 14 in der Sendung. Und die nächste hat es noch zwei Runden. Das ist die niederländische Meisterschaftsspiele. Die beiden Mädchen hinten in Schwarz setzen sich ab mit Porsche Tempo. Auf Gipfel, jetzt angegriffen von Alexander Zenz. Und die Mädchen kommen jetzt dann das erste Mal zu Wasser da. Und die Führung ist stürzt. Und Alexander Zenz nützt das gleich und setzt in die Führung. Alexander Zenz, also von Laura Riepfel, möglicherweise dafür der Rankett. Die Mädchen bis jetzt in die letzte Runde. An der dritten Stelle Esther Almanzar und der Rina Ingenieur gemeinsam die Frau in die letzte Runde. Und Alexander Zenz macht jetzt Tempo und hat jetzt schon 15 Meter Vorsprung, 30 Meter vor dem Ziel. Das ist eine unserer 100 Zenz-Schwestern, die würde für uns immer seine Hütte kaufen. Sie darf auch nächstes Jahr noch in der Klasse kaufen. Und führt jetzt 200 Meter vor dem Ziel. Letzter Wassergraben für Alexander Zenz. Für drüber. Und sie bietet jetzt in die Zielgerade. Applaus bitte. Alexander Zenz auf dem Weg zur ersten Meisterschaftskampagne in Niederösterreich. Letzte Hindernis. Und sie läuft ins Ziel. An zweiter Stelle Laura Riepfel und Ulzi Leitner und an der dritten Stelle kommt jetzt Maria Ewiger von Ulzi Riemersheim Würdig. Nachgefolgt kann man die Nummer nicht sehen. Das heißt, die Plätze 1 und 3 und mit Ulzi Riemersheim Würdig an der fünften Stelle haben wir hier Clara Berger. Und die Nummer 34, der Batschik an der 6. Stelle. Und da lief er mit der Nummer 61, Caroline Kamea, vor Caroline Wirkleitz. Dann habe ich eine neue Nummer.